Aber egal. Hauptsache, sie bauen es überhaupt. Und es geht schnell voran. Na? Metall. Oh, großer Brocken voraus. Aber kriegen wir hin. Struktur ist ja auch noch bei 300. Ist noch nichts zerschellt hier in unserem Raumschiff. Ah. Wasser haben wir auch schon wieder so unermesslich viel. Dass wir eigentlich schon gar kein Wasser mehr sammeln müssten. Nee, ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Über den. Der bringt nichts. Ne? Nee. Water. Mit dem großen fliegen wir vorbei. Noch mehr Water. Beziehungsweise ich hoffe, dass wir dran vorbeifliegen. So ganz so eindeutig war es ja dann doch nicht. Ja, aber scheint zu klappen. Scheint zu klappen. Ja, mit der Navigation, also was Jorge da mal ausprobiert hatte. Ich weiß nicht. Ach, ich komme nicht mehr ran, wa? Da war aber auch noch irgendwo Metall. Da unten ist Metall. Okay, sehr gut. So, bevor der hier auf meinem Raumschiff wieder zerspringt, zerstören wir ihn. Ja, mit dem Geschick, um die Navigationskonsole besser zu bedienen. Da weiß ich auch leider nicht, was Geschick sein soll. Also ich würde behaupten, Geschick ist Beweglichkeit, aber... weil Jorge davon nur einen hat. Deswegen ist das jetzt so meine Überlegung. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Wir müssten es vielleicht mal mit Kralle testen. Der hat ja 4 Beweglichkeit. Ob der an der Konsole besser arbeiten kann. Generell, Kralle ist ein ziemlich krasser Typ geworden. Beweglichkeit 4. Das rote ist... ist das Gesundheit? Ausdauer hat er auch 4. Und Forschung hier, quasi Gehirn, hat er auch 4. Sind wir schon wieder durch? Okay. Scheint so. Also gerade ist ein echt übelster Bastard geworden. Um es mal platonisch auszudrücken. Gewonnen durch Arbeit, 0. 0 von 0. Okay, die können hier anscheinend noch Erfahrung bekommen. Aber gerade nicht mehr. Why auch ever. Oh, sehr gut. Alles klar. Dann werden wir jetzt umziehen. Mit unseren Sachen. Also Lebensmittelspender. Achso, hier konnte ich drehen. Ich vergesse immer, wie ich Sachen drehe. Lebensmittelspender. Besser. Wir fangen erstmal vielleicht hiermit an. So, ein Tisch. Zwei Stühle. Dann können sie nämlich im Sitzen essen. Döde. Lebensmittelspender. Da bitte zwei hin. Wasser. Kühler? Bietet Wasser. Kann ich hier auch drehen? Nee. Bamba. Lebenserhaltung. Damit kann ich halt nichts anfangen. Pumpt Sauerstoff. Bauen wir einfach mal hier in die Mitte. So, wir verbrauchen ein bisschen was, aber haben locker die Sachen übrig. Bam, bam. Und eine Tür muss bitte rein. Die kann aber auch gleich da drüben auch gebaut werden. Bam, bam. Gut. Läuft. Ja, Raumschiff müssen wir erstmal wieder in Schuss bringen jetzt. Das hat ein bisschen gelitten. So, Verteidigung. Auch schon wieder 4 Punkte. Ich weiß aber nicht, ob wir davon uns was holen können. Nee. Rüstungsplatte. Achso, das ist das, was außen drauf kommt. Schildzelle. Bam, bam. Schildzelle können wir uns tatsächlich leisten.
Würde ich wahrscheinlich hier hinbauen. Basisschild erfordert das Aufladen. Das verstehe ich nicht. Können wir uns tatsächlich beides leisten? Naja, okay, wir gucken erstmal. Wir sammeln jetzt nochmal ein paar Sachen ein. Oh, da hat jemand Level gewonnen. Chris hat ein Level gewonnen in Gesundheit wahrscheinlich. Okay, und wir sind schon im Asteroidenfeld. Dann fangen wir mal wieder an zu ernten. Ja, also Metall brauchen wir jetzt so. Ich würde den Schild gerne bauen. Die Schildzelle, die gefällt mir. Bam, bam. Geht ja wieder alles sehr entspannt los hier. Schiff bei Langstrecke erkannt. Naja, ich sag mal so ein, zwei Mal können wir vielleicht noch bezahlen. Aber wir sollten... Ach, ganz ehrlich, ich glaube, das nächste, was wir bauen, ist nicht die Schildzelle. Sondern wir werden wahrscheinlich erstmal auf Waffensysteme gehen. Da hätte ich auch einen sehr schönen Spot schon, wo wir die Waffen hinbauen können. Ohne dass es mir wirklich Platz wegnimmt und ohne dass es kacke aussieht. Wobei aussehen ist ja negativ oder nicht. Ist ja zweitrangig, sagen wir es so. Okay, das ist ein definitiver Feind. Hier, bitteschön. Die haben sogar eine Schildzelle schon gehabt. Mit denen werde ich mich definitiv nicht anlegen. Wobei ich jetzt nicht gesehen habe, ob die, oder raufgeschaut habe, ob die ein... ob die Waffensysteme hatten. Aber wenn sie ein Schild haben, dann haben die definitiv auch Waffensysteme. Okay, es ruckelt ein bisschen gerade wieder. Ich weiß nicht warum. Und ich hätte sehr gerne noch, aber da wird mir das Geld irgendwann ausgehen, noch mehr Besatzung. Denn wir werden jetzt nach und nach immer weiter uns vergrößern quasi. Und dafür brauchen wir definitiv neue Besatzungsmitglieder. Also ich sag mal, Essen geht noch. Aber ihr seht ja schon, Bauen wird ziemlich anstrengend teilweise und ziemlich langwierig. So, apropos Bauen. Waffen. Okay, wir haben nur die Lasertürme. Wir gehen auf Waffen. Obwohl, wir machen aber ganz kurz Rüstungsplatte Mittel. Und zwei Lasertürme. Können wir aber schon mal bauen. So, hier möchte ich nämlich die Waffensysteme hinsetzen. Hier auf die Stelle quasi. Wir könnten sie auch hier hinsetzen. Wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Machen wir hier zwei Lasertürme hin. 40-20 haben wir locker. Haben wir wirklich locker. Unfassbar. Wie locker wir das haben. Ja, okay. Wir haben noch 281 freie Komponenten. Ist ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel. Müssen wir vielleicht auch bald wieder erweitern. Aber wie gesagt, erstmal bauen wir die Lasertürme zur Verteidigung. Dann, wenn sie es anbieten würde, vielleicht sogar auch schon die Schildzelle. Ist einfach zerschmilzt jetzt. Ist sehr geil. Gut, da müssen wir ein paar Sachen reparieren, aber alles noch im Rahmen des Normalen. So, sind wir jetzt schon wieder durch? Na, nochmal Metall. Jawollo. Und den kriegen wir nicht. Wir sind tatsächlich schon wieder durchs Asteroidenfeld. Okay, Waffensysteme. Laserturm ausschalten. Müssen wir erstmal noch nicht mit Energie versorgen. So, verteidigt 6. Okay, dann werden wir hier die mittlere Rüstungsplatte machen. Was bringt mir die? Die bringt mir 50 davon. Rüstung. Okay.
Kostet mich 40. Eieiei. Die große ist einfach nur lang oder auch dick? Die ist auch dick. Laserturm aus. Es kostet mich die Chain Gun. Was sind denn das alles für Symbole? Laserturm. Schildschaden 1, Bodenschaden 1, Basisbesetzung jetzt 2. Okay, 1, 1, 1. Die Chain Gun macht 5, 5, 5. Okay. Die Chain Gun ist dann schon mal ein bisschen besser. EMP Revolver macht vor allen Dingen Schildschaden. Plasma, okay, macht 3, 3, 3. Verbraucht wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja, das Ding braucht schon 50 Energie und 50 CPU alleine. Puh. Ja, da haben wir ein bisschen was. Also macht natürlich exorbitanten Schaden. Nachladezeit 5 Sekunden. Ich glaube, ich werde auf die Plasma-Revolver erst gehen. Die kosten nicht so viel. Und laden relativ schnell nach. Und sind halt dreimal so gut wie die Lasertürme. Dann würde ich nämlich die Plasma-Revolver gegen die Lasertürme wieder austauschen. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann können wir tatsächlich mal hier die mittlere Rüstungsplatte bauen. Wir setzen einfach mal da zwei hin. Und dann gucken wir mal, ob mir die tatsächlich so viel bringt. Also, sie kostet unermesslich viel Metall. Aber das ist okay. Wow, wir brauchen unbedingt noch mehr. Obwohl, ich hätte eine Idee. Vielleicht bauen wir das jetzt zuerst. Kann ich denn... Da muss ich erstmal gucken, ob das geht. Ich habe den mittleren Motor noch gar nicht erforscht. Okay, da gehen sie auch ran. Gut, dann bauen wir aber ganz kurz noch mal was. Warum kann ich hier keinen Rumpf bauen? Hallo? Rumpf. Ah, jetzt geht's. Okay, ich war irgendwie noch beim Falschen. Nein. Ist verkehrt. Ihr werdet es wahrscheinlich erahnen können, was ich bauen möchte. So. Das Ganze machen wir auch hier. Ich weiß nicht, ob es gut aussehen wird. Ach, wieder das Falsche. Machen wir einmal nach rechts. So. Ja, wir müssen leider erst doch nochmal auf Ingenieurswesen gehen. So, ihr werdet es wahrscheinlich erkennen, was es wird. Also, wir erforschen jetzt als nächstes doch erstmal die mittleren Motoren. Und die mittleren Motoren setzen wir hier ran. Na, kann sein, dass wir das noch eins nach hinten erweitern müssen. Aber ist auch egal. So, dann setzen wir hier nämlich vier mittlere Motoren ran. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Ausweichen und so weiter. Yes, neutral. Nein, neutral. Geil. So, wir verkaufen Gold. Haben 727 und wir bräuchten 792. Wir könnten Drohnen. Haben die Waffensysteme? Ja, haben sie. Ja, gut. Dann lassen wir's. Dann drohen wir mal nicht. Sondern werden uns leider damit abfinden müssen, dass wir nicht ein neues Besatzungsmitglied begrüßen dürfen. Ach ja. Naja, gut. Vielleicht beim nächsten Mal. So. Zack, zack, zack. Dann sammeln wir wieder fleißig. Ja, wir brauchen natürlich wieder Metalle jetzt ohne Ende. Das bleibt natürlich nicht aus. Also ich glaube sowieso, dass Metalle hier das Nonplusultra in dem Spiel sind. Also Gold, ja, Gold ist gut zum Geld machen, wie eigentlich in jedem Spiel.
Und ja, also wie gesagt, man findet hier so unermesslich viel Gold, was man überhaupt gar nicht ausgeben kann am Anfang. So, Wasser haben wir auch 151. Bin ich auch schon fast am Überlegen, ob ich überhaupt noch Wasser sammle erstmal. Na gut, wir haben 400. Wir haben noch 400 freie Plätze quasi im Lager. Also da können wir auch ruhig noch mal ein bisschen Wasser sammeln. Ja, komm, wir nehmen den. An dem linken kommen wir hoffentlich vorbei. Okay, sie gehen wieder ab. Da ist leider ein Strin. Naja, gut, okay. Ein bisschen Gold, Geld gemacht. Sind wir wieder bei 727. Dann könnten wir wieder den ein oder anderen gegnerischen Kapitän bestechen. Was ist denn jetzt hier los? Wieso? Manchmal hat es echt so seine Hakler. Ihr seht da wieder Gold. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Gold. Ich habe 146 Gold. Okay, Wasser, wie gesagt, da scheiße ich jetzt mal drauf. Alle Horge wird bitte mal wieder generell. Der kann hier nochmal ein bisschen sauer machen. Nahrung 19 geht auch langsam wieder hoch. Sehr schön. Das sind doch die richtigen Brocken. Die, die richtig viel Metall bringen. 47 haben wir jetzt wieder. Und zack, sind wir schon wieder bei 53. Ja, also wie gesagt, mit den 4 Lasern, das lohnt sich schon ordentlich. Ich würde das gerne automatisieren lassen später. Also das, weiß ich nicht, hier sich irgendeiner an so eine Konsole setzt. Davon gibt es ja ein paar anscheinend in dem Spiel. Und dann einfach selber erntet, oder hier den Laser bedient. Und Ressourcen erntet. Muss ich mich nicht drum kümmern. Das ist ja der Vorteil von so einer Automatisierung. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, ist es keine Automatisierung, weil wir trotzdem jemanden da sitzen haben. Also wir haben ja trotzdem einen Menschen da sitzen, der das bedient. Automatisierung wäre, finde ich, wenn das irgendein Roboter übernimmt. Naja, schaffen wir nicht, wa? Jetzt, weil ich auch gleich aus dem Bild raus bin. Ah! Mist. Gut, sind wir durch. Ingenieurswesen, sind wir auf 2. Fehlt uns quasi nur einer. Und dann brauchen wir, ja, verdammt viele Metalle wieder. Und wir brauchen langsam auch wieder, hier, Leistung und CPU. Denn die brauchen schon mal 20. Ich weiß nicht, was so ein kleiner Motor braucht. 5. Boah, wobei, die haben 8 Ausweichen. Vielleicht reichen auch erstmal. Ja, es reichen, glaube ich, auch erstmal, wenn ich. Reicht auch erstmal, wenn ich hier 2 baue. Die beiden abreißen und hier 2 große hinsetze. Das ist erstmal komplett okay. So. Gut, ich weiß, wie gesagt, nicht, für was dieses Sauerstoffding ist. Lebenserhaltung. Keine Ahnung. Und wir haben auch nur 100 Rüstung. Warum das denn? 100 Rüstung, oder 86 von 100 haben wir nur. Geht die irgendwann kaputt, oder wie? Kann man die Rüstung nicht reparieren? Was ist denn Militär? So, jetzt ist Jorge Militär. Okay, mittlerer Motor. Und jetzt gehen wir wieder auf Waffen, ne? Mittlerer Motor? Ja, passt hin. Okay. Da kommen nochmal 2 mittlere Motoren bitte hin. Dann könnten wir. Und das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Nochmal ein wenig erweitern. Dann reißen wir nämlich diese hier alle ab.
Machen noch ein bisschen Rumpf hier hin. Naja, gut, machen wir nach und nach. Aber dann erweitern wir quasi nach hier unten. Nochmal um eins. Dann können wir nämlich nochmal einen Generator und einen Dings hier bauen. Einen Langstreckenscanner, weil ich es gerade lese. Naja, ihr wisst schon. Ein... Hier, CPU-Array heißt es, glaube ich, ne? Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen. Und sie sind hostile. Haben 4 Laser. Ach, ja, ausblenden. Okay, die haben nur 100. Die haben keine Rüstung, kein Schild. Ah, ich bin noch nicht stark genug, tut mir leid. Ich hätte sonst mal probiert. Aber ich will erstmal ganz kurz hier mein Schiff nochmal ein bisschen mobiler machen. Und achso, ich bin schon wieder im Asteroidenfeld. Und ein bisschen widerstandsfähiger. Okay. So, dann werden wir jetzt gleich nämlich richtig gut ausweichen haben. Richtig gut ausweichen haben wir jetzt, ja. Wie man so schön auf Deutsch sagt. Genau, jetzt reißt mir mal bitte die beiden kleinen Dinger ab. Dann sind wir zwar erstmal wieder minus mit 1. Aber wir werden dann später auf der anderen Seite genau das gleiche machen. Erstmal, wie gesagt, will ich ein bisschen erweitern. Meinen Versorgungsraum. Denn das wird leider jetzt nicht ausbleiben. So, entferne Fenster. Okay. Hab so das Gefühl, dass manche Tasks gar nicht hier auf der Leiste links erscheinen. Oder ist das, wenn irgendein Bauarbeiter sich dem Auftrag schon angenommen hat, dass der dann einfach ausgeblendet wird? Weiß ich nämlich nicht. Weil das mit dem Motor entfernen, das ist da jetzt auch links wieder nicht drin, ne? Irgendwas? Nee. Ach, wieder elendiges Wasser. Das lassen wir mal. 190 Wasser haben wir übrigens schon. Ist ein bisschen viel, ne? So, komm. Okay, ist einfach nichts drin. Critical, was? Fräulein? Okay, irgendwas ist critical. Was ist denn critical? Metall? Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendwas war critical gerade. So, Rumpf, Rumpf, Rumpf. Erweitern. Das bietet sich ja jetzt perfekt an. So, zack. Schmilz, schmilz, schmilz. Ah, den noch. Ah, die brechen auch alle hervorragend weg. Nämlich genau dahin, wo nicht mein Raumschiff ist. Ach, wunderbar. Metal for Life. Ein schönes Wackenspiel ist das hier. Überall Metal. Überall gibt es nur Metal. Puh, ja, gut, den. Ja, ja, komm, wir schmelzen ihn. Kriegen wir nicht hin. Wunderbar, hat sich richtig gelohnt. Ach, das ist wieder Wasser. Jetzt sind wir gleich bei 200 Wasser. Also 200 ist so meine Grenze. Mehr Wasser werde ich nicht aufnehmen. Müssen wir auch schon wieder durch sein, ne? So. Ja, ja, ja. Gut, meine Damen und Herren. Dann mache ich jetzt wieder Feierabend. Mache eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und bis dahin, genießt erstmal die Zeit, haut rein, ciao und tschüss.